But behind closed doors, I'm a fool for your love. Mein Name ist Christian Gliesche, ich bin stellvertretender Wehrführer der Amtsfeuerwehr Friesach. Wir befinden uns hier auf der B5, kurz vor der Ortschaft Segeletz, Abzweig-Nackel. Hier ist es heute zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw gekommen. Aus dem Ergebnis sich dieser Pkw auf dem Dach zum Liegen gekommen ist. Beim Eintreffen fanden wir zwei Verletzte vor. Ein Verletzter war bereits aus dem Pkw befreit und wurde durch Ersthelfer betreut. Der zweite Verletzte befand sich noch im Pkw und wurde dort erstklassig durch zwei Ersthelfer, die hier auf den Unfall hinzukamen, betreut. Die Person wurde von uns medizinisch betreut, wurde dann aus dem Pkw befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Die größte Schwierigkeit stellte sich für uns so dar, dass wir die Person aus dem Fahrzeug befreien mussten und der Rettungsdienst noch nicht anwesend war und somit die komplette medizinische Betreuung in unserer Hand in der ersten Zeit kam. Sobald die Person befreit war, war auch der Rettungsdienst da und wir konnten eben diese Person übergeben. Vor Ort war die Feuerwehr der Stadt Friesack neben ihrem Ortsteil Zozen mit insgesamt 17 Kameraden. Zur medizinischen Versorgung war ein Rettungshubschrauber, ein Notarztwagen und drei Krankenwagen. Yeah.